ho, ho, meine lieben Bücherfreunde und herzlich willkommen im heutigen Türchen meines Adventskalenders zusammen mit Hashtag 10 Tage von Christopher Karasch. Ein Reisebuch, in dem der Autor als Reiseblogger unterwegs ist und versucht, die Welt in 10 Tagen zu bereisen. Und das klingt jetzt mal, ja, gefühlt total unmöglich, aber man merkt recht schnell, nein, den Plan, den er hat, das ist gar nicht so unrealistisch, denn er versucht wirklich auf jeden Kontinent, ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen, anzukommen. Er lässt seine Blogleser darüber abstimmen, welche Länder er bereist, welche Städte darin er bereist und versucht dann zum Beispiel mit Nachtflügen einfach die Zeit dann da zu nutzen, um im Flug zu schlafen und vor Ort die ganze Zeit auszunutzen. Aber es wäre natürlich eine sehr langweilige Geschichte, wenn alles so funktionieren würde, wie sich Christoph Karasch das vornimmt. Es geschieht natürlich auch ein bisschen etwas Unvorhergesehenes und das erzählt er in ganz wunderbare Art und Weise. Er nimmt uns diese 10 Tage mit, er erzählt uns von seiner Planung, er erzählt, wie er davor gegangen ist, warum er gerade vielleicht auch die Reiseroute so gewählt hat, was natürlich ein bisschen was mit der Zeitverschiebung zu tun hat. Und er nimmt uns dann auf die Länder mit. Wir sind gefühlt, glaube ich, tatsächlich überall unterwegs. Wir sind in Lima, Las Vegas, in Auckland, in Kapstadt auf Afrika. Und wir begleiten ihn in diesen Städten. Wir werden Meerschweinchen in Südamerika kennenlernen, die dort ja, wie man ja mittlerweile weiß, auch gegessen werden. Und wir erfahren, wie er ja so diese Weltreise erlebt. Wir sind mit dabei und das fand ich einfach ganz, ganz toll. Man bekommt nach diesem Buch richtig Fernweh, hat das Gefühl, man möchte all diese Länder bereist haben, man möchte überall auch mal gewesen sein. Die Idee, wirklich auch auf jedem Kontinent unterwegs zu sein, ist ihm absolut gelungen. Er hat das wirklich ganz toll rübergebracht. Er stellt sich natürlich auch so ein bisschen diese Umweltfrage, wie ist das mit einer Bilanz, wenn man darüber sich Gedanken macht. Er kann natürlich jetzt nicht sagen, dass das wirklich toll ist, die Welt in 10 Tagen zu bereisen, was die Fliegerquote angeht und Ähnlichem. Aber das, ja, man darf sich über manche Dinge vielleicht auch nicht einfach immer so viele Gedanken machen. Was ich sehr erfrischend fand, dass er nicht ständig über seine Nachhaltigkeit gesprochen hat, weil es hätte sonst wahrscheinlich auch ganz in eine andere Richtung gehen können. Wir erleben hier die Länder, die Städte, wir erleben die Begegnungen mit Menschen. Wir erleben auch ihn, wie er unvorhergesehenen umgeht, dass das nicht immer alles so leicht ist, wie er sich das vorstellt und wir sind einfach mit dabei und er macht ja eine Abstimmung über die Aktivitäten auch vor Ort und ich fand es auch toll, wie er uns da die Ergebnisse seiner Community gezeigt hat. Hätte man das damals miterlebt, live sozusagen, hätte man mitvoten können. Ich fand es toll, dass er auch über seine Grenzen gegangen ist, über seine Komfortzone hinaus Dinge erlebt hat und die auch in ganz wunderbarer Weise geschrieben hat. Es sind auch einige Bilder mit im Buch enthalten. Und dafür, dass ich das Buch, ich glaube, als Menge-Exemplar geschnappt habe dieses Jahr, muss ich sagen, ist das echt ein Highlight für mich gewesen. Es hat mich wunderbar begleitet, mitgerissen, mitgenommen, hat mir die Länder gezeigt, die Städte gezeigt, die Begegnungen erzählt und ich bin eh so ein kleiner Reisefan. Ich mag Bücher über das Reisen sehr, sehr gerne lesen. Ich glaube, es müsste tatsächlich noch ein Buch übers Reisen in diesem Kalender geben. Und ich bin da tatsächlich sehr hingerissen und hatte sehr viel Spaß mit Christoph Karasch auf seiner Reise 10 Tage lang die Welt zu erkunden und ich fand das großartig. Ich fand auch die Idee wirklich mega und auch sein Schreibstil dazu, sein Erlebtes zu erzählen, seine Gedanken dazu und es ist auch wieder so eine direkte Art, wie ich sie, glaube ich, bei solchen Berichten eben wirklich auch am liebsten mag und fand ich großartig. Und das war es jetzt auch schon, das 14. Türchen meines Adventskalenders. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und bis zum nächsten Türchen. Macht's gut!